ab. Jetzt ist es weg. Wir haben es geschafft. Da. Was ist eigentlich hier hinterm Haus? Oh. Ich höre. Und was ist hier? Ha, Echo. Warum sollte ich herkommen? Ich mag dich nicht und du magst mich nicht. Mhm. Das stimmt, aber du nervst mich deutlich weniger als die anderen in diesem hoffnungslosen Ort. Und ich glaube, du siehst das genauso. Was willst du damit sagen? Raus damit, los! Ich will sagen, das hier ist ein astreines Date. Und wenn dir das nicht gefällt, Pech gehabt. Hm. Ob ich so weit springen kann? Das könnte passen, ne? Da oben waren wir zwar schon, aber... Warte mal, was ist denn hier? Das kenne ich nicht. Tudum. Na, jemand zu Hause? Ich soll die Heizungsthermostate ablesen. Netter Fund. Bringen wir sie zu See. Halt, wo wollen wir hin? Flieh, kleiner Wellensittich. Wow, wow, wow. War knapp. So. Was geht hier? Außer Hefe. Oh, ein Bild. Höhlenmalerei. Ich höre irgendwas Großes schnaufen. Aber wo? Und was piepsen höre ich auch? Hier ist nichts. Gehen wir da runter. Oh, zu hoch. Schade. Ja, egal. Komm, Gerüchte. Ah, jetzt zeigt er die ganzen Dinger an hier. Verstehst du? Dinger halt. So, Gerücht. Wo ist ein Gerücht? Da ist ein Gerücht. Erkunde die Kammer der Hohen Republik auf dem Berg. Okay. Oh, da können wir sogar per Schnellreise hin. Fantastisch. Und was mit dir? Erkunde die Galaxis. Ja, mach ich doch. Okay. Oh, eine rote Kiste da unten. Jetzt will ich doch runter. Aber wie? Warum, das schaffe ich doch. Oh. Aha. Sehr gut, Kumpel. Ein Echo. Ja, setz dich nur mal hin. Schlechter Sound, das muss ich sagen. Aber es fehlt was. Da ist ein Meditationspunkt. Das ist es. Runter, Junge. Runter, Junge.
Genau so. Die Macht ist mit mir. Macht nichts. Ach, guck mal, wir haben 2 Fähigkeitspunkte. Können wir eben gucken. Gucken, ob die Macht wirklich mit ihm ist. 3. Was haben wir? 2 haben wir. Verwirrung. So. Ach, wir wollten auch nur nach Boni gucken. Habe ich ganz vergessen. Wir haben extra hier für mehr Erfahrung. 4 Slots haben wir schon voll. Und zwar Stärkung und Widerstandskraft. Was war das noch? Stärkung. Ist nur die Regeneration. Und Blockanzeige. Schnickschnack. So. Warte mal. Was haben wir? Ratlosigkeit, ja? Passt. Sortiert Präzision. Was hatten wir? Da, hier. Weisheit. Da brauchen wir 3 freie Slots. Mach das mal weg und mach das. Und dann können wir wieder das nehmen. So. Dann schnell reise. Hey, hey, hey. I-Set. Schnellreise. So. Jede Menge Gerüchte hier. Eine richtige Gerüchte-Küche. Ah, hier. Neblige Weite. Neblige Weite. Was war das denn noch? Ach. Da ist doch der abgestürzte Kreuzer. Da hinten. Okay. Gerücht. Könnte da lang. Und dann hier rüber. Jumpen. Okay. Turn around. Hier. Ja, ja. Da sind wir schon richtig. Ach, du Scheiße. Ich erinnere mich. Wo müssen wir da hin? Runter, also rüber und dann runter. Aha. Na, gehen wir erstmal rüber. Oh. Aber so nicht. Okay, warte mal. Konnte ich die nicht... Wie war das denn? Nein, nicht so. Oh. Ja. So war das nicht geplant. Vorbeigesprungen. So. Sind wir wenigstens mal oben. Töten mal den hier.
Ich hätte gedacht, da unten wäre das Gerücht. Aber nein. Beziehungsweise... Noch eins runter. Da müssen wir runter. Eine Ebene tiefer. Okay. Hier vielleicht? Kann ich da durch? Naja. Dann bin ich des Todes. Was ist das? Moin. Glaube, es ist ein Eindringling. Steht einfach auf. Der saubige Plan. Auch noch solche Viecher. Geh weg. Okay. Ah, durch diese Grünen konnten wir auch noch nicht Feuer, ne? Und da liegt noch ein Echo. Lass mich. Brooke, wo steckst du, du alter Stumpf von einem Mann? Wir haben es dir ordentlich gegeben, was? Habt ihr das gehört? Durchsucht das Gebiet. Es tut mir leid, alter Mann, aber ich will noch nicht sterben. Ruh dich aus. Ich begrabe dich später. Das ist wieder unser Fisherman's Friend. Kerl, mein Junge. Ich erwarte dein Genuss. Nach was angelst du? Ich jage den wilden Mii-Fisch. Wusstest du, dass der Mii der erste Fisch war, den der kleine Skuva gefangen hat? Muss ein anstrengender Tag gewesen sein. Ei, ich war damals gerade mal so groß. Der kleine Skuva ist geradewegs ins Maul der Kreatur geschwommen. Nie. Aber ich war so zäh, dass sie mich kein bisschen verdaut hatte, bevor meine Freunde uns rausgefischt hatten. Klingt, als hätte es eher dich gefangen. Ei, erinnert mich an früher. Oh, bleib da, Junge, dann erzähle ich eine Geschichte. Ja, lass mal erzählen. Ach, ja, wegen meines enormen Angeltalents wurde ich zu der geheimnisvollen Undan geführt. Ich sehe es noch vor mir. Und da. Der kleine Skuva wird in die schwarzmäulige Höhle geschoben. Da war eine kaum zu erkennende Gestalt, die im Mondlicht glitzerte. Ich schrubbte mir die Augen, wie ein alter Matrose das Deck. Und da war sie. Eine enorme Kreatur. Große Tentakel ragten aus ihrem Speck, wie Kabel aus einem Treibstofftank. Ein Tentakel zuckte in die Luft, knapp über meinem Kopf und zack! Genau auf den Schädel, wurde mir erzählt. Ich stolperte aus der Höhle wie eine Landratte beim ersten Besuch auf Deck. Aber noch etwas passierte. Ich glaube, als der Tentakel mich traf, hat Undan etwas direkt aus meinem Gehirn genommen. Undan. Und etwas anderes hineingesteckt. Sie hat etwas in dein Gehirn gesteckt? Ein Haufen Scheiße. Die Kunst des Fischfangs, die Kunst der Konzentration. Und in der Dunkelheit, mit allein den Borsten auf deinem Kinn als Gesellschaft, ist diese Konzentration sehr wichtig. Von diesem Tag an, jedes Mal, wenn ich die Angel ins eisige Wasser warf, fing ich immer einen Fisch. Hinterm Wasserfall. Da hinten. Das ist weniger als die Hälfte. Mein Dorf sagte, ich werde alle vor der großen Fischknappheit retten. Ich ahnte da hinten sind nicht, noch Samen. Dass schon bald die Grapnel an unserer Küste anlegen würde. Ich nehme an, das ist was Schlechtes. Vielleicht, Junge. Ja, komm. Vielleicht auch nicht. Aber das ist eine Geschichte für ein andermal. Man muss sich die Sachen anhören, weil wenn die Geschichten vorbei sind, dann haben die Gerüchte für einen. Also Nebenmission. Bomber. Bomberpilot.
So, hier scheint was versteckt zu sein. Thor meinte, wir sollten uns diese Kammer näher ansehen. Aha. Wenn Thor das sagt. So hört sich irgendwie jede Anglergeschichte an. Ja, ja, absolut. Absolut. Und der Goldfisch war 4 Meter lang. Willkommen, Jedi. Unsere Probleme sind oftmals eine Frage der Perspektive. Indem wir unsere Position verändern, verändern wir auch unser Denken. Durch diese neue Sichtweise kann ein Problem begreifbarer werden. Das kommt mir bekannt vor. Oh ja. Ich hätte nie gedacht, dass ich diesen Planeten so kraftspendend finden würde. Er hat etwas Einzigartiges, nicht wahr? Ich muss euch eine Quelle zeigen, die ich kürzlich gefunden habe. Okay. Die Aura dort ist belebt. Weckt komische Erinnerungen. Ich habe gehört, Dagon war im ersten Transporter, der abgeflogen ist. Dagon? Unsinn. Das würde er niemals tun. Wo immer er ist, wir brauchen ihn. Das Ding. Das ist nicht gut. Frei brennen. War ich das etwa? Ah ja. Oh, da ist noch ein Echo. Dieser Planet ist so anders als Coruscant. Ich finde seine Stille im Vergleich fast ohrenbetäubend. Und dennoch liegt darin ein einzigartiger Frieden. Okay, dann holen wir mal das Teil hier raus. Da ist gar keins drin. Okay. Kugel. Ist die hier drin? Oh. Da geht's noch höher. Stopp, 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 stopp. Okay, da ist eine Kugel. Packen wir die mal da rein. Und? Aha. Stopp! Stopp! Ah! Ah! So rein gar nichts gebracht. Aber hier ist was zum Einsammeln. Eine Datendisk. Okay, Idee. Komm nochmal rüber. Und dann lassen wir das auf die Plattform. Und dann kann ich da bestimmt höher springen. Das ging doch vorhin noch weiter runter.
Bin ich zu leicht? Alter, was habt ihr vor? Aber auf jeden Fall kann ich. Pass auf. Mit BD1 hier ein Zeug drauf machen. Und dann fängt das an zu brennen gleich. Entzündet das. Hat's doch, oder? Ja. Dann kann ich das Ding auch noch herausholen. Und dann ist es nämlich schwer genug. Mal die Kiste holen. Aha. Mehr Glück als Verstand, würde ich mal behaupten. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir die beide da wegkriegen. Damit dieses Teil da oben runtergeht. Das ist geil. Hat das gereicht hier? Nee. Noch ein Stück. Schnell, schnell, schnell. Ach, zu spät. Okay. Okay, okay, okay. Kriegen wir hin. So. Jetzt aber. Aha. Oh. Bin ja kein kleiner Dummer. Sehr geil. Und? Geduld. Wenn man das mal in echt benutzen könnte. Oh. Hallo? Fallen lassen? Nein. Oh, gereicht. Okay. Und tschüss, Paco. So, wo kommen wir jetzt hier raus? Wahrscheinlich dasselbe. Aber okay, Gerücht geschafft. So. Gehen wir mal zum Dodo. Dodo. Oh. Falscher Knopf. Aber ging. Ah, hier war ich schon, okay. Ah. Doch dies ist eine andere Geschichte.